So, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Diablo 3 Reaper of Souls mit unserem Dämonenjäger in der Hardcore Season 28 noch. Und ja, wir haben das letzte Mal ja hier den nächsten Stein verpresst. Hatten dann auch super lucky luck, wenn man das so möchte, und hatten ja hier in dem Fleschtring einen Goblin-Schatzrift gefunden. Also wer das nochmal sehen möchte, gerne in die Folge vom Montag reinschauen. Ansonsten, ja, wir haben jetzt wirklich in den letzten Folgen richtig geballert, Portalschlüssel. Und ich würde jetzt einfach gerne diese Folge, damit wir mal nicht nur Greater Rifts laufen, einfach mal wieder normale Rifts laufen. Dann können wir hier auch mal schauen, wie unser Begleiter arbeitet, weil theoretisch sammelt er ja jetzt hier alles für uns auf. Genau, er zerlegt auch die Items. Okay, den normalen Stuff müssen wir noch, den Crafting Stuff müssen wir noch aufräumen, anklicken. Aber ja, bei den anderen Sachen macht er hier Work. Er zerlegt automatisch jetzt die Teile, die wir nicht brauchen. Das heißt, wir können jetzt hier auch sehr inventarschonend hier durchrushen. Ja, das Ziel ist natürlich hier die Elite-Packs zu klatschen. So, na. Wir waren hier ein bisschen blockiert. Und das sind auch so die letzten Punkte, was wir ja im Altar freigeschaltet haben. Das waren ja eher so Quality of Life Sachen. Die ganzen Damage und Sachen, die uns quasi helfen, haben wir ja nicht. Oder hatten wir jetzt ja alle schon ausgewählt. Und die, sage mal, dass er hier der Begleiter für uns die Arten des Todes einsammelt, auch automatisch die seltenen und Magic Items verwertet. Ist natürlich eher so eine Quality of Life Geschichte. Und dann brauchen wir jetzt hier den ganzen Stuff nicht mehr einsammeln. Und ganz ehrlich, die meisten sammeln das ja auch gerade zu dem Zeitpunkt der Liga nicht mehr ein. Ich bin dann auch schon bisschen faul, das einzusammeln, würde ich das mal bezeichnen. Wenn das wenn man dann den Rift-Boss legt und dann fallen halt alle Items mit einmal. Und ja, dann sammle ich dann gerne die ganzen Items zusammen, weil oft, oder es passiert auch gerne mal, dass Items übereinander liegen. Und dann ist einfach besser, man sammelt einfach alles auf, dann hat man das. Ich verstehe aber, wenn dann die Leute dann hier keinen Bock mehr haben, hier gelbe oder blaue Items noch aufzuheben, weil grundsätzlich Ressourcenmangel hat man nicht. Also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass man hier wirklich Ressourcenmangel hat. Ja, man hat mal keine oder zu wenig gelben Staub, aber den kann man ja super easy. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube mit dem 8er oder 7er oder 8er Rezept kann man das ja umwandeln. Und so kannst du halt aus den weißen relativ easy auch gelben Staub machen. Und somit kannst du, ja, ich will nicht sagen unendlich viel, aber so kannst du halt immer das verwerten, was du gerade am meisten hast. Ja, legendäre Items müssen wir halt immer noch selber aufsammeln, aber das ist eh okay. Die würde man ja sowieso aufsammeln. A, weil man ja die Ressourcen braucht zum Craften. Die legendären Staub. Ah, ich würde einfach gerne, weil die Ebene doch ganz nice ist, hier unten mal schauen, ob wir noch eine Elite haben. Ja. Und hier, das meine ich, na, hier liegen wieder ein paar Items übereinander und dann ist ganz praktisch, wenn man das halt abklicken kann oder ja, dann sammelt man halt alles auf, weil
wenn man ehrlich ist, mit ein, zwei Klicks ist das eh alles verwertet, automatisch verwertet. Aber ist ganz cool, jetzt sammelt sie die Arten des Todes ein und diese Items. Ja, wie ihr seht, wir haben fast leeres Inventar. Das ist natürlich super nice. So, jetzt warten wir noch bis... Ach. Jetzt müssen wir erst noch 30 Sekunden warten, aber okay. Dann nutzen wir die Zeit und würfeln hier nochmal auf einen neuen Helm. Ja. Schaut nicht so gut aus. Schauen wir mal. Nee. Nichts dabei. Ja, crazy. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele waren. Wir hatten 13 oder 14. Ah. Über die Brücke und dann sind wir schon in der Ebene. Ja, das hätte man auch machen können, dass sie wenigstens noch die, wenn sie schon die Sachen verwertet, dass sie auch die Crafting Materials noch aufsammelt. Das wäre dann auch schon egal gewesen. So. Aber okay. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass der Begleiter auch diese, quasi diesen Trash mit aufsammelt. Ich kann mich nicht daran erinnern, das schon mal in einer anderen Season gesehen zu haben. Oh, das ist natürlich praktisch. Da wir gerade unsere Blutsplitter ausgegeben haben, hier einen Blutgoblin zu finden. Hier ist dann der Ausgang. Aber das ist eine recht angenehme Map, die würde ich auf jeden Fall fertig laufen oder weiterlaufen. So. Ja, im Prinzip sammelt der Begleiter jetzt das auf, was man wahrscheinlich eh liegen lässt, oder ob man dann die Items noch mitnimmt oder nicht, ist wahrscheinlich eh irrelevant. Das mit dem Atem des Todes ist ganz nice. Dass er die aufsammelt, quasi. Da spart man sich ein bisschen das Klicken. Die Frage ist, wenn man halt wegläuft. Okay, ich glaube, sie sammelt das trotzdem noch ein. Ja, sie ist auch stehen geblieben. Der Sekunde dort. Ja, die Ebene ist dann doch nicht so groß, wie ich gedacht habe. Aber gut, dann. Jetzt ab in die nächste Ebene. Genauso wie mit dem Goldner. Ja, ist ganz cool, dass der den Begleiter, ist glaube ich schon von Anfang an so, dass der das Gold einsammelt. Aber ja, wenn da mal was übersehen wird, das ist ja nicht so tragisch am Ende. Weil ihr seht, wenn wir wirklich Money bräuchten, dann werfen wir einfach mal schnell noch einen Flechtring in den Cube. Da, den Ring. Ja, aber es ist ganz okay, es ist... Das erspart einem ein bisschen hier
die, ja, die Trash-Items aufzuheben. Ja, wie schon vermutet, deswegen hatte ich das jetzt auch zum Schluss erst, ja, gelevelt. Ist so, ja, Quality of Life ist nett, wenn der das aufsammelt. Aber, ja, wie schon gedacht, es ist dann, ja. Ich muss zurückkehren. Wenn man bei diesem Fortschritt in der Season ist, ob wann man das freischaltet. Ja, man ist dann nicht mehr so auf die Items angewiesen. Ist vielleicht was anderes, wenn man dann nochmal neu anfängt. Dann da spart man sich wahrscheinlich einiges an Klicken. Ja, ist okay. Wir müssen noch kurz warten, bis das Portal zu ist jetzt. Ich wollte schauen, wie viel. Naja, es sind jetzt auch schon wieder 4 Schlüssel. Dann lädt sie drin. Diamanten nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, mich wundert eigentlich, dass es früher noch nicht gemacht worden ist. Oder das. Also ich hätte ja auch schon früher damit gerechnet, dass man den Begleiter, man hat ja so einen standardmäßigen Begleiter, der immer das Gold für einen aufsammelt. Dass man, hat mich ja immer gewundert, dass sie das nie reingebracht haben, dass man Leute, die Pain wenigstens dann die Möglichkeit haben, vielleicht ihren Begleiter noch so einzustellen, dass er irgendwas mehr aufsammelt. Aber vielleicht wollten sie ja, dass ja mit Absicht kein, ja, dass man da nicht so einen P-Vorteil hat, was ja auch gut ist, ne? Also ich kenne da eigentlich keine wirklichen guten Beispiele, wo Pay-to-Progress eine geile Option ist für GEMA. Sagen wir mal so, für die Anbieter ist das natürlich immer eine verlockende, oder vielleicht ist das eine verlockende Strategie. Aber für die Gamer ist es meistens eher so eine, ja, eher eine schlechte Option. Aber ich finde es okay, es ist jetzt nichts, was das Gameplay mega verbessert oder beeinflusst. Es ist nice, dass das eingesammelt wird. Ja, ist okay. Wie ich mir schon dachte, ne? Das ist so ein bisschen, das macht man dann am Ende, wenn man alle anderen Punkte hat. Ich glaube, sie wollten einfach nur noch irgendwas finden für den Altar, dass sie halt noch irgendeinen Punkt zum Freischalten haben, etc. Was auch okay ist, ne? Also. Es ist vielleicht für die Leute super oder relevanter, die vielleicht nochmal neu anfangen. Wenn wir vielleicht das Pech hätten in der Season, wir wären schon ein paar Mal gestorben. Was natürlich passieren könnte oder hätte passieren können. Und man wirklich ein paar Mal von Null anfangen muss oder halt relativ wieder ein bisschen am Anfang zurückgeworfen wird. Dann
würde einem wahrscheinlich die Option mehr bringen. Es zahlt sich sogar jetzt aus, hier die ganzen Dinge anzuklicken. Nice. Ja, kommt er her? Ja. Er ist noch nicht so motiviert. Ja. Und wenn du dann mehrmals neu anfängst oder wenn du Bock hast, einfach 2-3 verschiedene Chars hochzuziehen, dann ist das sicher noch ein bisschen angenehmer, wenn man dann hier einfach ein bisschen mehr Items bekommt oder Mats bekommt. Weil man ja auch relativ viel craften muss dann mit mehreren Chars. Wir sind ready. Schauen wir mal, ob es in die Richtung geht. Es ist hier immer so ein bisschen eine, ja, Spießrutenlauf würde ich es nicht bezeichnen. Hier gibt es immer so, nicht immer, es kommt immer ein bisschen, welche Map es ist, aber es gibt dann immer so eine Map, wo es nur an einer Stelle dann weitergeht und der Rest ist eher so eine, so ein Kreis. Und mir passiert es relativ oft auf der Map, dass ich hier im Kreis laufe und nicht den Ausgang finde gleich. Oh, den Dia noch mitnehmen. Na, es ist schon sehr angenehm, wenn hier der ganze Stuff wegkommt, der ganze Trash. Da sie das auch direkt verwertet, ne, ist das nicht im Inventar, sondern direkt gleich auf unserer Bank. Also verwertet heißt, sie macht das, was der Schmied eigentlich macht, ne? Den Dia müssen wir selber einsammeln. Hier weitergeht. Ich glaube nicht, aber ja, das ist eine von den wenigen Maps, wo ich gerne im Kreis laufe. Na, es kann schon hier sein, dass hier weitergeht. Hier geht's weiter. Ja, vielleicht geht's ja dem einen oder anderen auch so, ne? Dass er da laufe ich gerne. Das ist so eine, wirklich eine der wenigen Map, wo ich gerne im Kreis laufe. Und mich dann wundere, warum ich hier keinen Ausgang finde. Bei den meisten Maps ist es relativ einfach. Einfach in irgendeine Richtung laufen. Irgendwann kommt man schon immer am Ausgang an. Und da gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass man sich jetzt wirklich krass verläuft. Eher selten. Ah, hier Lecce.
Deswegen bei den meisten Maps, ja, so wie hier zum Beispiel eine Sackgasse, aber die ist jetzt nicht so mega groß, ne? Also, da es jetzt hier nur 4 mögliche Wege gibt, ist jetzt die Auswahl auch nicht unendlich groß, ne? Den falschen oder richtigen Weg zu bekommen. Oh, wo ist er? Ah, hier. Also ich gleich teleportiert. Ja, und die 30 Sekunden sind auch super entspannt, ne? Also hier deine Sachen kurz zu zerlegen. So. Hinein. Versuchen dann wieder rauszugehen. Ah, hier unten könnte man gleich versuchen. Ah, hier ist die Sackgasse, okay. Und ist halt super entspannt jetzt schon für uns hier, ne? Wir machen genug Damage. Auch Qual 16 ist ja nur, ich glaube, 65er Stufe Kräuterhäuft. Und wenn man, ja, sage mal, relativ gut schon die 100, 110er Rifts laufen. Wir haben es gemerkt beim 114er, wenn wir da ein bisschen zu wenig Elite haben, dann wird die Zeit doch schon ein bisschen knapper. Aber im Prinzip trotzdem super entspannt jetzt, ne, für uns hier durchzurushen. Und es kommt uns ja hier nicht mehr wirklich auf die Items an. Klar, legendäre Items mitnehmen, zerlegen, sind einfach Mats zum für Craften. Und super entspannt, dass hier den Rest eigentlich die Begleiterin jetzt einsammelt für uns. Das heißt, wir müssen halt noch weniger machen, selber machen. Ja, zuerst die Falle ausgelöst und dann erst drauf geklickt. So. Schauen wir mal hier. Sollte gleich das Ende sein. Oh, hier ist sogar noch ein EP-Schrein. Nehmen wir natürlich. Ja, dann haben wir hier auch schon das Ende erreicht. Na, es ist zu weit weg. Interessant, dass die das nicht einsammelt. War vielleicht nicht offensiv genug oder offensichtlich genug für sie. So,
hier geht's schon runter in die nächste Ebene. Deswegen bei dieser Map ist egal, ob man rechts oder links rumläuft, gegenüber von da, wo man in die Map kommt, ist der Abgang für die etwas, wo es dann nach unten geht, und der Ausgang ist immer dann quasi eine Ebene nach unten und in der Mitte. Oh, sie war down. Interessant, dass sie hier stirbt. Ist sie wieder an der Explosion stehen geblieben? Kann natürlich sein. Ja, so wirklich geil viele Elite haben wir jetzt nicht gesehen auf der Ebene. So, dann sind wir hier auch durch. Aber sie hebt auch nicht auf. Interessant. Ah, okay. Scheint nicht immer zu funktionieren. Ich kehre in die Stadt zurück. Warum auch immer. Die Uralten wären stolz auf euch. Na, knapp vorm Level Up. Ich glaube, rosa haben wir schon. Na, lila. So, machen wir das so. Achso, das ist eigentlich eher Begleiter-Stuff. Okay, brauchen eh nicht 100.000 von den Armschienen. Ja, wir werden kein Mage spielen diese Season. Bin ich ehrlich. So, 35 haben wir schon wieder. Also schon crazy, ne? Normalerweise kriegt man, glaube ich, ein oder zwei Schlüssel pro Run. Und das hilft uns das super, super viel, ne, dass die hier das für uns wegtankt. Oder dass sie uns da hier so viel Loot gibt. Dann noch durch den Altar gibt es auch nochmal doppelten Loot-Chance von Atem des Todes und so. Na, also lootmäßig ist das schon gigantisch, was man hier bekommt in der Season. Ja, ich würde hier einfach ein bisschen Trash wegmachen, aber eigentlich habe ich eher Bock auf Elite. Kann das sein, wenn sie kämpft, dass sie dann nicht einsammeln kann? Ja, keine Ahnung. Okay, sie ist wirklich drin stehen geblieben und dann explodiert. Nicht so geil. Aha, obwohl sie, das ist auch lustig, obwohl sie down ist, sammelt sie Items ein, und obwohl sie theoretisch leben würde, sammelt sie manchmal nicht die Items ein. Ah, interessant. Ja, das habe ich gesehen, dass hier eine Elite war. Hinter der Tür.
Oh, Goblin. Ja, das ist so eigentlich, ich weiß auch gar nicht, warum wir das in den Greater Rifts nicht sehen. Es kann sein, dass es keine Karte aus den Greater Rifts ist. Aber das ist so nach dem Friedhof meine zweitliebste Map eigentlich hier, das Gefängnis. Weil wenn man die Map hat, zu 99,9% würde ich behaupten, macht man hier einmal die Runde, läuft dann hier in der Mitte durch. Und man hat, ja, wenn wir dann theoretisch hier sogar noch mehr von dem Trash clearen würden, hätten wir wahrscheinlich schon die alles weggeknallt und den Rift Boss bekommen. Und wir haben, glaube ich, relativ viel Trash auch stehen lassen. Aber das ist auf jeden Fall so eine Map, wo man eigentlich zu 99% hier den Rift Boss sieht auf der Map. Ja. Wie gesagt, wenn wir ein bisschen mehr den Trash geklärt hätten, dann hätten wir den wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher gesehen. Der Trash macht jetzt nicht so viel aus, aber... Ich muss zurückkehren. Niemand ist tapferer als ihr. Oh, falsche Kiste. So, es geht sich immer ganz entspannt aus, ne? 30 Sekunden Zeit, seine Sachen kurz zu verstauen, alles zu zerlegen, klick, klick, fertig und schon ready für den nächsten Run. Das ist auch in der Gruppe ganz angenehm, ne? Kommt man aus dem Rift raus, jeder kann geschwind sein Inventar leer machen und bis die Zeit halt ready ist, kann man hier ganz entspannt seine Sachen erledigen, ist wieder ready für den nächsten Run quasi. Das Einzige, was manchmal in der Gruppe, gerade in Random-Gruppen, ein bisschen nervig ist, ist die Tatsache, dass jeder in irgendeine Richtung läuft, weil keiner auf den anderen, achso, sie war down, keiner so wirklich auf den anderen achtet, weil die, oft auch die Leute so viel Damage machen, dass sie jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass wir mega Damage in der Gruppe macht. Klar, in den höheren, keine Ahnung, 130, 140, 150er Rifts, da ist es dann nicht mehr so egal, ob jeder in eine andere Richtung rennt, aber gerade bei normalen, nicht so hohen Random Rifts läuft jeder in eine andere Richtung, einfach weil man natürlich auch Mobs killen muss meistens, um seine Skillung zu forcen. Das heißt, durch entweder, dass man seinen Wut oder seine Primärfähigkeit wieder aufbaut oder durch Mob-Kill Life Leech hat etc. pp. Und oft ist es so, gerade in Random-Gruppen, wenn das eh alle overpowered sind, und du hast halt einen, der besonders schnell vorne wegrennt, dann clearet er zwar die Map, was super nice ist, und hier und da bleibt mal was übrig für andere. Und wenn du dann aber keine Ressourcen regenerierst, dann kannst du nicht moven oder nicht so gut moven, weil oft Bewegung und so kosten ja meistens ein bisschen Ressourcen, auch wenn es jetzt nicht mega viele Ressourcen sind. Hatte ich kurz einen Mitbewohner,
der hier rumgeschwirrt ist. Genau. Und dann ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn du dann hinterherlaufen musst, kriegst keine Mobs, kannst keine Ressourcen richtig regenerieren. Und dann verstehe ich auch, dass jeder in eine andere Richtung läuft, einfach damit er selber auch was killt, seine Ressourcen aufladen kann. Und dann ist es oft so, dass der, bei dem gerade die 100% erreicht sind, der Rift Guardian spawnt. Und dann ist es oft so, dass die anderen aus der Gruppe woanders sind. Und dann ist es immer ein bisschen super ärgerlich, dann erstmals dorthin laufen oder dorthin teleportieren. Der den Boss dann meistens auch One-Two-Shot weggeknallt hat, geht dann schon zurück, aktiviert quasi die 30 Sekunden. Und für die Leute, die dann immer ein bisschen behind sind, was ja passiert, dann ja, dann ist man immer ein bisschen so behind. Und es kommt ein bisschen auf die Gruppe an, wie fast die Gruppe unterwegs ist, ne? Manchmal hast du Leute, die super sind, ne? Die auch dann mal die Sekunde warten, bis halt alle ihren Loot haben, etc. Alle ihre Ausrüstung gecraftet haben, etc. pp., ne? Und ja, das ist auch so ein Punkt. Es macht super Spaß, in der Gruppe hier zu grinden. Auch wenn man Freunde, wenn man mehr, also wirklich mehrere Leute ist, die sich auch über längere Zeit vielleicht kennen, etc. Dann kann man auch seine Builds aufeinander aufbauen. Dann ist ja, kommt es immer ein bisschen auf die Meta an, ne? Ein Demon Hunter oder, also ein Damage Dealer oder zwei Damage Dealer, zwei Supporter oder so in die Gruppe reinholen oder ein Supporter. Kommt immer ein bisschen auf die Meta auch an, auf die aktuelle. Und das macht dann natürlich auch Spaß. Leider ist es so in den Random-Gruppen, warum ich dann auch die Random-Gruppen nicht so gerne spiele, weil es so ein bisschen chaotisch ist, ne? Weil jeder spielt so, als würde er alleine spielen. Es gibt keine wirkliche Kommunikation untereinander. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen so der Nachteil beim Gruppenplay. Dafür ist es relativ super gemacht, ne? Also man kann hergehen, einfach öffentliches Spiel starten. Man sieht, wie viele Leute aktuell in der Stufe oder in dem Bereich unterwegs ist. Ja, 45, okay. Wie viele da aktiv sind. Dann kann ich mich entscheiden, ja, wenn wir schnell sind. Ich kann nicht mehr tragen. Kriegen wir das hin? Ja. Ich kehre in die Stadt zurück. Dann, das ist super gemacht, ne? Du gehst einfach hin, Beitritt, du bist einfach in einer random Gruppe. Die Leute sind meistens auch so locker drauf, dass du da jetzt nicht rausgekickt wirst. Oder irgendwie so, sondern du kannst dann einfach mitlaufen. Und das macht dann auch wieder Spaß, ja, keine Frage. Irgendwas haben wir bekommen. Den Ring? Nee. Ach, hier, das Ding haben wir bekommen, glaube ich, ne? Vom Barbar, ja. Also das ist echt super, ne? Du kannst dann einfach rein, es gibt da auch keine, also gibt es ja ganz andere Spiele, wo es ja immer ein bisschen da eine Gruppe zu finden, da irgendwie reinzukommen, irgendwas zu machen, ist manchmal nicht so geil. Oder man braucht irgendwelche speziellen Items, um da eine Gruppe beizutreten oder zu rufen, zu aktivieren, ne? Also so gesehen ist es schon nice, ne? Du kannst halt instant, vielleicht machen wir das auch mal in einer Folge. Okay, ist nichts, auch kein uraltes Item. Vielleicht machen wir das mal, wir starten einfach mal eine random Gruppe und laufen da einfach mal. Der einzige Nachteil ist, mit dem Char hier sind wir ein bisschen,
noch mehr behind, weil er ist jetzt von der Mobilität nicht so hoch. Also Getriebeset haben wir schon. Aber wir können das ja zum Ende der Folge machen. Wir lassen die Folge ganz gemütlich ausklingen und starten einfach hinten raus nochmal, setzen unsere Farming-Skill auf. Das sehen wir auch ein bisschen schneller. Und joinen einfach mal einer random Gruppe. Das können wir ja echt mal machen, ne? Einfach mal so, dass man das sieht. Auch im Let's Play. Wenn wir jetzt hier schon an dem Punkt sind, wenn wir das einfach mal testen wollen. Und das muss man schon sagen, das haben sie gut gemacht, ne? Also du kannst da wirklich einfach joinen. Ohne jetzt, auch ohne mega Ladebildschirme etc. Ne? Schade ist halt nur, dass es irgendwie irgendwann mal so rauskristallisiert hat. Hängt natürlich auch vom Game ab. Wenn jeder über overpowered ist, rumrennt, dass, ja, dass so ein Gruppenplay dann nicht zwingend notwendig ist. Ne? Klar, in den höheren Stufen, keine Ahnung, kommt immer drauf an, wo die Meta gerade ist. Ne? Also es gibt Seasons, wo, keine Ahnung, 130 schon für Vierergruppen schwer ist, wirklich schwer, dass die da gut durchkommen. Und dann gibt es so Season wie diese. Also ich habe vor ein paar Wochen mal in die Ranglisten reingeschaut. Also pff, unglaublich. Also die Leute in Vierergruppen hauen 150er Rift in ein paar, zwei, drei Minuten einfach durch. Und in, sagen wir mal, in so einer Season, wo es nicht so overpowered ist, dann hast du vielleicht 130er oder vielleicht auch mal 150er Rifts, aber dann knappern die an den 15 Minuten. Das ist ja quasi die Maximalzeit, die man brauchen darf. Ja. Okay, den nehmen wir natürlich hier mit. Einfach mal for free. Und ja, davon hängt das ein bisschen ab. Aber wenn ihr Leute seid, die euch kennen etc., mehr Bock in einer Gruppe zu spielen, kann man auf jeden Fall auch Diablo 3 hier in der Gruppe super empfehlen. Ist super Gruppenplay möglich. Man kann, wenn man ein bisschen weiß, was die anderen spielen, sich gegenseitig abstimmen. Zum Beispiel, dass wenn man eine fixe Gruppe hat und weiß, okay, einer trägt Nemesis, der andere trägt vielleicht ein Captain-Set für mehr Arten des Todes, der dritte hebt vielleicht für Portalschlüssel noch irgendwas mit. Und dann hast du quasi auch diese ganzen Super-Effekte, die wir jetzt hier auf unserem Begleiter ausgelagert haben, halt aufgeteilt dann auf Gruppenmitglieder. Und du kannst ja dann aber immer noch, weil du halt dann nicht alles auf einen Char baust, sondern das ein bisschen verteilst, hast du dann natürlich super die Möglichkeit, dann immer noch einen super powerful Charakter zu spielen, ne, Bild. Ah, hier ist ein Goblin. Den wollen wir natürlich noch mitnehmen. Keine Flucht. Keine Flucht für Goblins. Und es ist auch, es gibt ja auch so eine super lustige Strategie, Goblin Farmen. Da stellt man ja den Voice von den NPCs auf maximal und dann läuft man halt auf der ganz normalen Map rum. Es gibt halt ja, Punkte auf der Map, wo eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Goblin spawnt. Und dann gibt es auch Maps, wo sogar bis zu zwei Goblins spawnen können. Und dann läuft man halt diese Maps ab und hofft halt, oder man hört dann eigentlich nur, ob man irgendwo ein Goblin lachen hört und instant drauf und catch ihn. So, wie viele haben wir jetzt? Ja, wir haben jetzt schon
wieder einiges dazu bekommen. Genau, hier nochmal ein kurzer Blick auf unseren unsere Begleiterin. Die hat hier das Kane-Set an für Portalschlüssel. Angriffsgeschwindigkeit, ja. Erfahrung, ja. Braucht man oder braucht sie jetzt nicht. Eher der dritte Set-Bonus ist für uns hier interessant. Und noch das, das Weisen-Set, also Band des Weisens. Und da ist dann eigentlich nur das Wichtige, auch wieder der Dreier-Set-Bonus mit doppelten Arten des Todes. Hier, damit stacken wir Gold auf oder wir bekommen, also wenn wir Mobs killen, kriegen wir extra Gold. Hier kriegt sie nochmal Erfahrung, könnte man tauschen. Das tragen wir, damit wir, wenn wir unser Startportal ziehen müssen, dass wir fliehen können, weil sonst normalerweise, wenn wir Damage bekommen, dann würde das unterbrochen werden. Hier für Pylonen und Schreineffekte. Das gleiche ist hier nochmal für dem Amulett. Mit Duft der Zeit erhöhen wir nochmal die Schreineffekte. Hier habe ich die Nemesis, die ich schon jetzt mehrfach angesprochen habe, einfach damit da Champions rauskommen. Und dann hier einfach nochmal den Ring. Der Ring stackt hier mit der Brustrüstung, mit dem Stapeln des Goldes. Zudem haben wir hier auch defensive Juwelen reingegeben, das macht man normalerweise nicht. Da gibt man normales Juwelen rein, für sie halt für die Int gelbe Juwelen. Und hier haben wir noch den Prunkring, damit wir halt den Dreier-Set-Bonus haben. Nochmal ein esoterischer Wandel könnten wir natürlich auch hochleveln, dann hätte sie bessere Defense-Stats. Hier oben haben wir ganz normalen, so wie man es normalerweise machen würde, reingeben. Hier wollte ich ein bisschen was anderes machen, als man sonst macht in einer Season. Und hier haben wir hier einen Dolch gegeben für Quick, damit kann sie einfach schneller ihre Sachen casten. Aha. Um. Ach so, die Sachen waren nicht aktiv. Interessant. Weil ich habe extra ihr dieses Relikt gegeben, damit wir alle auf alle Fähigkeiten zugreifen. Aber irgendwie war das verbuggt. Okay, interessant. Schauen wir mal, ob sie jetzt wieder mehr Defense hat. Auf jeden Fall mal, weil wir jetzt hier ein paar Mal über den Begleiter gesprochen haben. Nochmal den Begleiter, so ist unser Begleiter ausgerüstet. Er hat jetzt nicht die besten gerollten Items für einen. Das liegt ein bisschen auf der Hand, da wir ja an Geschicklichkeit ja Charakter spielen, bekommen wir ja hauptsächlich Items mit dem Item-Tag Geschicklichkeit. Und ich habe ja das mal ich weiß nicht in welcher Folge genau, habe ich es ja mal gezeigt, dass wie wir unseren Begleiter umgebaut haben, wo wir vom Templer auf die Magierin umgestiegen sind, habe ich ja einfach, damit wir ein paar Items craften können, habe ich mir einen Level 1 Magier erstellt, der einfach dann Items umrollen kann für die Begleiterin. Und da habe ich dann einige Items auf Geschick, von Geschick auf Int umgerollt. Ne, sie war schon wieder down. Und das ist so auch so ein kleiner Trick, den man anwenden kann, wenn man jetzt für den Barbaren, also für den Templer was craften möchte und man ist selber kein Stärkebild. Macht man sich einfach einen Barbar oder einen Kreuzritter und craftet dann mit diesem Char um, weil dann kriegt man ja für den anderen Mainstat quasi Items. Das gleiche kann man dann natürlich für die Magierin machen, indem man halt auch einen Magier nimmt oder von mir aus einen Hexendoktor. Das geht natürlich auch, wenn man diesen Char hat. Und für den Schuften kann man dann Demon Hunter oder Mönch nehmen zum Beispiel. Macht man sich auch ein Level 1 Char und dann kann man umrollen, wenn man selber kein Geschick
Geschicklichkeitscharakter hat. Und es sind, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, auf was man Bock hat. In meinem Fall. Es würde wahrscheinlich sogar Sinn machen, hier für den, hier sogar den Schuften vielleicht zu nehmen, weil der halt auch auf Geschicklichkeit ist. Das heißt, wir könnten dann leichtere Items für ihn craften oder finden, die wir ihm ausrüsten können. Dann hätte er natürlich bessere Items an. Aber ja. Ja, wenn man wirklich tryharden möchte, hier geht es glaube ich raus. Hier ist glaube ich nur die Höhle. Dann, wenn man wirklich tryharden möchte, dann kann man natürlich das auch für den Begleiter. Hier geht's raus zum. Ja. Aber ich würde die Zone gerne fertig laufen. Ist auch so eine gute Zone für uns eigentlich. Dann kann man das natürlich machen. Und ja, wir merken schon auch bei den höheren Rifts, bei den 90ern plus 100er Rifts, unser Begleiter hat schon ganz schön zu kämpfen und wir könnten es natürlich leichter machen. Wir könnten die legendären Edelsteine noch upgraden, die sind ja nur Level 25. Die haben wir damals nur so hochgelevelt, damit beide Perks aktiv sind auf dem Amulett. Das könnten wir natürlich verbessern. Wir könnten natürlich auch Items umrollen, weil viele Items, die sie trägt, sind eher Geschicklichkeit. Und mit dem Geschicklichkeitsstep kann sie halt nicht wirklich was anfangen, muss man halt da auch sagen. Also das Potenzial, sage ich mal so, wäre da, um das natürlich zu optimieren, zu verbessern. Ich muss zugeben, so wirklich motiviert war ich nicht, das perfekt auszurollen. Und damals, wie wir den Char hergerichtet haben, damit wir einfach mal einen anderen Begleiter sehen, hatten wir noch nicht so viele Ressourcen, dass wir jetzt unendlich viel umrollen oder aufwerten konnten. Und das ist so auch der Grund, warum, ich will nicht sagen, dass sie schlecht dasteht, aber warum sie jetzt nicht die optimalsten Items hat, ne? So viel Fairness muss gesagt werden. So, komm da. Ja, und jetzt machen wir hier das Portal auf und wenn wir hier Damage kassieren, dadurch, dass sie ja die Schulterpolster trägt, werden wir nicht unterbrochen und können quasi fliehen. Das ist so ein bisschen auch so eine Hardcore-Strategie. Wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, dann sind wir ein bisschen unverwundbar und können dann quasi fliehen, ne? So, wir haben neue Boots bekommen. Ja, Hexendoktor. Ich würde sagen, da wir ja vorhin vom PV von Gruppenplay gespielt haben, ich habe eigentlich Bock, mal reinzuschauen. Also, ich würde zuerst gerne die andere Skillung noch anziehen, weil da sind wir deutlich schneller unterwegs. Es macht auf jeden Fall Sinn, eher schneller zu sein. So, das würde ich gerne. Ich würde das gerne speichern. Einfach. Wir haben einiges geändert. So, anlegen. Ja. Heißt, wir legen. Ja, das ist unsere aktuelle Sachen. Legen wir hier ab. Hier ist unser unsere Farming Speed Ding, die ist halt leider nicht ganz so Endgame tauglich. Könnte man wahrscheinlich mit mehreren 1000 Paragon und richtig geilen Items wahrscheinlich auch noch Endgame tauglich machen. Aber lasst euch gesagt, es ist auf jeden Fall einfacher. So, hier sind 4 Leute. Schauen wir mal. Eine ungerade Zahl ist immer ganz nice, weil dann ist irgendwie eine Gruppe. Ja,
Ja, ist die Frage, ob hier unten überhaupt noch wer rumläuft. Ja, ist mir fast ein bisschen zu niedrig jetzt schon. 8, 7. Ja, hier ist einer. Ja, okay. Ich glaube, hier unten nicht. Ich glaube, wir werden hier oben 16er versuchen. Mal schauen, wie viele sind hier. Ah, haben wir jetzt Gruppenplay ausgewählt? Naja, öffentliches Spiel. Wir wollen. Hier kann man auch relativ einfach sagen, ich möchte kleine, große, nur die Schlüsselhüter oder Scharmützel spielen. Wir wollen hier normale Rifts laufen. Schauen wir mal, ob wir eine Gruppe finden. Also das haben sie echt gut gemacht. Ja, kleine Gruppe. So, hi. Mal schauen, ob sie Bock hat zu laufen. So, fragen wir mal. Und wie gesagt, es ist jetzt zwar schon spät oder noch nie, früher Abend, sage ich mal. Und selbst wir sind relativ weit fortgeschritten in der Season schon. Also ich denke. Ich denke, wir haben jetzt schon einige Wochen in der Season, die wir gesehen haben. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu, die meisten Leute, Hardcore, wie auch immer, sind hier nicht mehr am Tryharden, sondern die meisten sind wirklich schon nach ein paar Tagen, muss man auch fair sagen, wer wirklich durchzieht, hat das in ein paar Tagen abgeschlossen, das Ganze. Und ja. Die Leute siehst du dann einfach auch nicht mehr in der Ding. Es gibt noch ein paar, die wirklich durchziehen, die ihre paar tausend Paragon machen. Und die da wahrscheinlich auch eine gute Gruppe haben, Leute etc. Die da wirklich durchziehen. Aber man muss auch ehrlich sagen, die meisten sind gerade zu diesem Zeitpunkt der Season so weit schon fortgeschritten, dass sie eigentlich durch sind. Ah, okay, wir müssen jetzt hier aufpassen, weil wir kriegen jetzt Damage, wenn wir hier Portal ziehen. Wir haben ja keinen Begleiter mehr. Und es ist, und trotzdem, auch Hardcore sind ja die Leute dann auch noch nicht immer so bereit zu spielen. Ich bin auch immer im Hardcore in der Gruppe ein bisschen zurückhaltender, weil, ja, man, wenn man die Leute nicht kennt und man läuft dann einfach irgendwelche Sachen und die Mobs werden ja natürlich auch mit zunehmender Gruppenstärke natürlich stärker und da passiert es auch gerne mal, dass man einfach hops geht. Und ja, man muss dann auf jeden Fall sein Bild anders umbauen. Also wir haben jetzt hier, wir sind eigentlich auf Solo ausgelegt, ne? Und
wenn man in der Gruppe spielt, dann spielt man meistens, passt man sein Bild ein bisschen auch an die Gruppe an. Ne? Also das nur so als. Ich glaube, sie ist ready. Ja, okay, sie hat auch keine Nemesis. Ja, ich versuche mal bei ihr zu bleiben, dass man hier gemeinsam läuft, aber... Aber wie ihr seht, na, jeder ist... Sie ist auch overpowered. Das hört sich auf jeden Fall eher weiblich an. Ist halt... Ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten. Aber ja, ihr seht's, ne? Also es ist super möglich, selbst in einer relativ weit fortgeschrittenen Season, und das ist ja aktuell schon, haben wir hier im Hardcore, auch wenn es jetzt keine mega große Gruppe ist, aber wir haben wen gefunden zum gemeinsam zocken. Es ist wirklich super, und hier geht's weiter. Nicht hier, hier oben. Na? Ah. Ich habe wenig Disziplin. Ja, so. Und selbst hier für so eine relativ fortgeschrittene Season, ne, haben wir wen gefunden zum Spielen. Und ja, wenn man jetzt auf seiner aktuellen Stufe nichts findet, ihr habt ja gesehen, ne, man kann ja dann schauen, läuft wer auf Ball 10, auf Ball 9, auf Ball 12, was auch immer. Und dann findet man auf jeden Fall auch mal, es ist jetzt nicht schlimm, wenn man mal eine Qualstufe runtergeht, und dafür hat man dann ein paar Leute mehr. Man sieht ja ungefähr, wie viele gerade in aktuell diesen Modus spielen, wie viele Leute, ne? Und selbst mit unserer Farming-Skillung, die wir jetzt hier schon einige Zeit nicht mehr verwenden, kommen wir hier eigentlich ganz gut durch. Genau für das ist hier die Farming-Skillung eigentlich noch da, dass sie schnell ist, weil 16 ist, wenn es ganz gut läuft, dann ist es normalerweise 16 jetzt nicht das Problem, das noch zu laufen. Es ist dann eher so, wenn es dann so hingeht in die Greater Rifts 80, 90, 100er, dann wird das gerne, werden die Starter-Skillungen meistens ein bisschen schwächer, und es ist ja auch okay, dass man dann noch, haben wir hier schon wieder den Ausgang, hier ist der Ausgang, hier oben. So, und jetzt haben wir sogar noch einen dritten gefunden. Aber ich denke, es ist trotzdem ein ganz guter Showcase. Also selbst für eine relativ weit fortgeschrittene Season haben wir jetzt hier Leute gefunden zum gemeinsamen Zocken. Also und auch im Hardcore. Ne? Also im Softcore ist natürlich noch deutlich entspannter. Es sind deutlich mehr Leute unterwegs. Irgendwie fehlt hier der Rift-Boss. Ach, hier.
Also das haben sie schon richtig gut umgesetzt. Es hat auch von Anfang an, ich war ja damals schon in der Beta dabei, in Diablo 3. Nicht lange, aber ein bisschen Beta hatte ich mir damals sogar schon angeschaut gehabt. Und das haben sie echt von Anfang an eigentlich gut hinbekommen, das Gruppenplay. Frage mich halt, warum. Entweder haben wir den Boss nicht gesehen, da ein Bug. Der Boss ist quasi schon down. Kann natürlich sein, aber wir laufen jetzt hier das Ding noch fertig. Solange wir hier die Leute auch noch dabei sind. Ich denke, es ist ein ganz guter Showcase, ne? Dass es hier echt auch dafür ausgelegt ist, dass man hier zusammenspielt, in der Gruppe spielt. Klar, man versucht dann natürlich... Oh, jetzt müssen wir aufpassen ein bisschen. Ich gehe mal lieber raus. Hier sind wir gerade in die Explosion reingelaufen. Ja, wir wollen nichts. Aha. Ich dachte irgendwie, dass... Aber ist nicht. Ich habe einen neuen Verbündeten. Ich dachte, wir haben den Boss nur noch nicht gesehen. Wo ist hier? Hier ist der Eingang. Aber auch crazy, ne? dass der Ding hier, der Begleiter, der eigentlich nicht da ist, trotzdem für uns die Sachen einsammelt. Oh, nicht nochmal die Explosion rein. Einmal reicht. Einmal reicht mir auf jeden Fall. Genug Nervenkitzel. Oh, hier ist ein Blutgoblin gefallen. Geil. Und hier kommt man rein. Aber irgendwie gibt es hier gar keinen Rift-Boss. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, irgendwo... Vielleicht sind wir alle drüber gelatscht, haben den erledigt. Ja, scheinbar ist es irgendwie verbuggt. Ah, okay, wir haben hier einen Flechtring bekommen. Wie kann man nochmal posten? Also, ich glaube, man darf... Ah. Wer hat ihn? Oberförster? Teleportieren wir uns mal hin. Irgendwie konnte man posten. Ich weiß jetzt nur nicht genau wie. Ah, ja. Ich würde hier noch in der Gruppe einfach... Wir haben den jetzt hier gefunden, den Flechtring. Den würde ich jetzt einfach gerne noch reinschmeißen. So, dass jeder noch mal Loot mitnehmen kann.
Der einzige Nachteil ist, dass das Cheesen des Bosses, dem hier, und dass man hier dann quasi die Dinge rausprügelt aus ihm, die Goblins. Oh, ich hier ein Lag. Und da hat jeder noch mal ein bisschen Gold mitbekommen. Das Einzige, ja genau, hier in der Gruppe muss jeder dann bestätigen, dass man zum Boss möchte. Und ja, ganz ehrlich, den Boss hier cheesen in der Gruppe, ich mache jetzt hier mal nichts. Aber der Boss ist instant tot, also mit cheesen ist hier nicht viel. Aber wenn ihr Solo seid, könnt ihr ihn versuchen zu cheesen. Damit hätten wir das auch. Dann bedanken wir uns für den Run. Lorat, ich habe noch nicht wieder von den Horadrim gehört, die wir nach Skovos geschickt haben. So. Dann gehe ich mal raus. Aber im Prinzip, ja, selbst jetzt fortgeschrittene Season, Hardcore, und trotzdem haben wir Leute gefunden, es sind Leute dazugekommen. Es ist super unkompliziert, also ihr könnt rein, könnt spielen, auch gemeinsam in der Gruppe. Es ist echt, so gesehen, noch ein geiles Game. Es gibt ein bisschen das Problem mit dem Endgame. Es ist ein bisschen zu wenig Content, aber wer Bock hat, rein. Ja, ich werde jetzt hier noch unsere Sachen wieder umtauschen, unser Bild. Nicht, dass ich dann mit dem falschen Ding loslaufe. In der nächsten Folge. Ah. Ja, das ist ein bisschen sehr eng aneinander gestellt hier, die zwei Sachen. So, das legen wir mal an. So, dann hätte ich das hier gerne hier hinten wieder in meine Kiste reingelegt. Und zwar... Haben wir jetzt irgendein Item, was ich übersehe? Nein, ich glaube nicht. Weil das ist alles, was wir gefunden haben. Ja, okay. Und natürlich, wenn man in der Gruppe spielt, dann versucht man natürlich, gerade wenn man, sagen wir mal, eine festere Gruppe hat, also wenn man wirklich Leute, Freunde, wie auch immer ist, und man spielt dann öfters zusammen, empfiehlt es sich, ein bisschen abzusprechen, nicht nur stur ein Bild runterzubauen, sondern vielleicht auch das ein oder andere Item dann so einzubauen, dass einer Nemesis hat, der andere vielleicht die Atem des Todes mit hat. Also hier das Captain Set, nicht das Captain Set, sondern hier das, was wir in den Begleiter angezogen haben, genau hier, dass vielleicht einer Band des Weisen mitnimmt, ne? Ein Dritter vielleicht hier dann den Kanes Bestimmung, und bis zu vier Leute, also könnte man dann noch irgendwas, und dann Vierter macht vielleicht hier irgendwie Pylonen, kann man sich auf jeden Fall aufteilen, ne? Also ich finde, es war ein ganz guter Showcase nochmal zum Ende hin und ist auch noch ein bisschen Werbung für Diablo 3, würde ich sagen. Also Leute, die Bock haben, die heiß sind auf Diablo 4, hier einfach nochmal rein. Und einfach die Zeit bis in den Sommer schön verbringen damit. Also, bis zum nächsten Mal dann. Servus.